So, hallo meine lieben Uhrenfreunde. Heute ein kleines Review zu dieser Uhr, die sich da drin befindet. Wieso? Weil ich von dieser Uhr begeistert bin. So, damit ihr wisst, von welcher Uhr ich rede, mache ich mal die kleine unscheinbare Schachtel hier auf. Da könnt ihr schon das Modell sehen mit dieser Bezeichnung. Okay, wir machen mal die Schachtel da auf. Okay, ihr seht schon eine ziemlich einfache Uhr. Da drin ist noch die Anleitung und so weiter und so fort. Aber das interessiert uns jetzt erstmal nicht. Hier erstmal ein kleiner Rundumblick. Ja, ich habe sie hier in der blauen Zifferblatt-Variante. Das Zifferblatt sieht live natürlich wie immer viel, viel hübscher aus. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier eine Uhr der Firma Casio von der Casio Collection Modellreihe. Diese Uhr hat eine UVP von ca. 79 Euro. Also reden wir hier von der unteren Preisklasse. Hat hier ein Edelstahlgehäuse, natürlich auch ein Edelstahlband. Hier die Schließe. Eigentlich ziemlich massiv für die Preisklasse. Wir haben hier einen gepressten Boden, der ist auf 5 Bar abgedrückt. So, dann ist hier ein schönes Saphirglas verbaut. Ein Saphirglas in der 79-Euro-Klasse, das muss man sich mal geben. Die Uhr ist 50 Meter wasserdicht. Und besitzt dazu noch eine 10-Jahres-Batterie. Und aus Erfahrung kann ich sagen, aus 10 Jahren werden wahrscheinlich 12 oder 13 werden, weil Casio mittlerweile so eine effiziente Elektronik verbaut in ihren Uhrwerken, dass die einfach so wenig Strom, Energie brauchen. Und so eine Knopfzelle, ich denke mal, da ist eine 2016-Knopfzelle verbaut. Einfach lange, lange halten. Ja, wir messen mal einmal den Durchmesser. So, der komplette Durchmesser beträgt circa, das heißt 42 mm mit Krone. Ohne Krone sind es circa 39 mm. Die Uhr ist nur 9,2 mm dick. Das Armband hat 18 mm. Die Bandanstöße 20 mm. So, das war das Grundsätzliche. Das Armband ist hier nicht massiv, aber das muss man hinnehmen für 79 Euro. Trotzdem lässt es sich gut tragen, das heißt angenehm zu tragen. Es ist trotzdem noch sehr hochwertig für die Preisklasse. Und ich muss immer wieder betonen, wir reden hier von 79 Euro. Mittlerweile bekommt man sie auch für 70 Euro mit Gutschein. Also Vergleichbares mit der gleichen Ausstattung muss man bei den Schweizer Uhren circa das Dreifache hinlegen,
um das circa gleiche zu bekommen. Ich lege sie mal hier an. Ja. Eine perfekte Dresswatch. Perfekt eigentlich für mein Handgelenk. Ich bin von der Uhr begeistert, weil man bekommt sehr, sehr viel Uhr für sehr wenig Geld vergleichbar. Man könnte auch noch ein schönes Mesh-Armband dran machen oder auch ein Lederarmband. Ich bin leider nicht der Lederarmbandträger, deswegen entweder Kautschuk, Silikon oder halt Edelstahl. Das bevorzuge ich immer. Und schaut euch mal den Sekundenzeiger. Der trifft die Markierung fast 100% genau, je nach Lage. Aber das kenne ich schon von anderen Uhren viel, viel schlimmer. Die kosten auch das Drei- oder Vierfache. Schaut euch mal an, wie genau der Sekundenzeiger die Markierungen trifft. Ist meistens aber auch Glückssache, in dieser Preisklasse sowieso. Die Zeiger sehen mir sehr massiv aus und haben die perfekte Länge, wie ich finde. Es gibt diese Uhr auch noch in Schwarz, also mit schwarzem Ziffernblatt. Das weiß ich noch auf jeden Fall. Eine wunderschöne Uhr für sehr kleines Geld. Die Schließe ist ziemlich massiv, muss ich sagen. Hier haben wir zwei Feineinstellungsmöglichkeiten. Also vier wären hier besser, aber mir passt die Uhr auch so gut. Manchmal machen sie zwei, manchmal drei, manchmal vier. Das kommt immer auf das Modell drauf an. Aber ich finde, mindestens zwei müssen sein, damit man sich die Uhr richtig einstellen kann. Also mich fasziniert diese Uhr, weil für wenig Geld man so ein schönes Schmuckstück bekommt. Man muss keine Angst um die Batterie haben, denn wie gesagt, das ist ja eine 10-Jahres-Batterie. Da passiert so schnell erstmal nichts, dass sie auf einmal stehen bleiben würde. Davor haben ja viele Uhrenfreaks Angst, wenn sie eine Quarzuhr kaufen. Das ist schon seit längerem, dass ich mir eine richtige Quarzuhr zugelegt habe, denn sie hat mir einfach gefallen. Schicke Uhr. Was trage ich heute? Ich trage etwas von Casio, die Edifice mit dem schwarz-silbernen Metallic-Ziffernblatt und den roten Markierungen. Ja, meine Freunde. Ich bin sehr begeistert von dieser Uhr. Und wer nicht viel Geld für eine schicke Uhr ausgeben will, der ist hier genau richtig. Also der Gang ist perfekt, also keine Abweichung bis jetzt seit circa 4 Wochen. Sie hat zwar, ist angegeben mit, ich glaube, plus minus 15 Sekunden pro Monat. Aber das kann man getrost vergessen. Meistens gehen die Quarzuhren sehr, sehr genau von Casio. Da kann man sich auf jeden Fall drauf verlassen. Okay, meine Freunde. Ich lasse die Uhr noch ein bisschen auf euch wirken. Und sage schon mal Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns, hören uns das nächste Mal wieder.
So und tschüss.